Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Dienstag schauen wir uns ein Video an, was mich persönlich unfassbar krass interessiert, und zwar, was 1 Million Dollar dir auf der ganzen Welt bringt. Beziehungsweise, was du dir für 1 Million Dollar auf der ganzen Welt kaufen kannst. Es geht hier um Häuser, offensichtlich. Wir haben hier LA aufgelistet, Dubai. Und das ist einfach ein geisteskrankes Video, weil es wird wahrscheinlich Länder geben, wo du dir für 1 Million Dollar gefühlten Palast kaufen kannst, und dann wird es Großstädte geben, wo das gerade mal für 2-3 Zimmerwohnungen reicht. Ich bin sehr gespannt. Let's go. It's your lucky day. Here's your very own $1 million check. The only condition is that you can only use it to buy a house. You can choose to live any... Und nur ein Haus. Where in the world? Europe, Asia, Australia, the Americas. Heck, even a private island in the Caribbean. Auch hart, sag ich ehrlich. Eigentlich können wir am Ende zusammen überlegen. Ihr dürft natürlich in den Kommentaren mitentscheiden, wo man sich dann für 1 Million Dollar, ne, schon versteuertes Geld, eine Immobilie holt. You can finally settle down in the environment you've always dreamed of. Be that a modern waterfront mansion with sparkling waterfront views or a penthouse apartment in a New York or Dubai skyscraper. As you'll quickly... Dubai würde mich jetzt, glaube ich, nicht so reizen, weil... Also es ist schon geil und Steuern und so, aber das hat nicht so, glaube ich, so ein Herz, die Stadt. Wisst ihr, was ich meine? Ein Freund von mir war schon da, haben davon geschwärmt. Ich werde bestimmt auch irgendwann einmal da sein, allein weil auch viele Freunde von mir oft da sind. Aber vielleicht lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen, vielleicht bestätigt das auch noch mein Eindruck, aber ich bin gespannt. Discover, $1 million can go a mighty long way. Or in some particularly affluent areas, it'll barely even get you a parking spot. Need some help deciding where to move? Nur ein Parking Spot. Let's take a look at what 7 figures will buy us across every corner of the globe. Ja, korrekt. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Videoidee. Kicking off our journey around the world is the city that never sleeps. New York. A place home to over 8 million people. The bustling metropolis that is New York City. The Big Apple is one of the most expensive cities across the US. But on its infamous... Boah, was wir uns da schon für Videos reingezogen haben von Architectural Digest. Für 40 Millionen irgendeine Wohnung. This central island, the skyscraper-tastic borough of Manhattan, the prices get even higher and the apartments get even smaller. Ja. The median price for a one-bedroom apartment here is almost $1 million. So was? Ein Schlafzimmer. Also eine Einzimmerwohnung kostet da 1 Million. Well, that's exactly what we can expect to buy. Choose from a one-bedroom, 640-square-foot apartment in the... 640-square-foot, was ist das? 60 Quadratmeter. Hm. West Village that comes with a private terrace and... Wow, das ist so in Ordnung. ...gym in the building. Or go for this one. Another one-bedroom straddling Murray Hill in Midtown. It's a two-story open floor plan on the top... Das ist tatsächlich solide. Also wenn du daran denkst, dass 1 Million so unfassbar viel Geld ist, dann sieht das hier gar nicht irgendwie nach 1 Million aus, aber es ist halt die Lage, die das so wertvoll macht. Up floor of the building, offering impressive views of the skyline. Boah, das ist schon hart. Da steckst du da, keine Ahnung, wartest du, bis du noch ein bisschen was verdienst, und dann steckst du da ein bisschen Renovierungsarbeit rein. Könnte schon hart kommen. Neue Treppe, neuer Boden und so. In the outer deck. It even includes a dishwasher and a washing machine, which might not sound crazy, but... Ja, die Couch, die kann man ja dann auch austauschen. Ich meine, so eine Couch... Was kostet eine coole Couch? Wenn du dir für 1 Million eine Wohnung kaufst, dann kannst du ja auch für 5 bis 10k eine Couch kaufen. Sag ich, wie es ist. It's rather rare for apartments like this that were built in the 1920s. Schöne Pfeife rauchen, super. Still, beware, there's no elevator, so you'll be getting a daily workout. Oh. Ja, nee, dann schwer, sag ich ehrlich. Einkäufe, Wasserkästen, gut, auch wenn es dafür Dienste gibt, die das hochbringen. Ich glaube, das will keiner machen. Schwer. It's actually not as small as most people would expect, but as we hop over to Paris, then we really start to feel the squeeze. The City of Lights is renowned for its food, its architecture, and its bubbling culture. The City of Lights? Ich hätte es eher gesagt City of Love, oder nicht? What it's not known for, however, is its spacious living. Considering the average cost per square foot is over $1,300, with $1 million on hand in the French capital, you'll be able to sign the deed to, well, a studio apartment. But don't forget, you're in Paris. You'll be spending your time walking down the Seine, visiting museums. Paris hat schon Charme. Ich war 2 oder 3 Mal da und muss schon sagen, das ist ein ganz, ganz eigener Vibe. Wobei ich London bevorzuge. Ich hoffe, die zeigen auch London. Das wäre geil. And watching the world go by from a streetside cafe. This tiny 667 square. Das geht aber klar. Das sieht aber schon luxuriös aus. Im Vergleich zu dem in New York. Gut, das, was diese Wandtapete jetzt hier soll, weiß ich nicht. Aber wie geil ist bitte dieser fette Marmorblock?
fühle ich unnormal. Square foot apartment sits in the 7th arrondissement within walking distance of the Eiffel Tower and the Louvre, while the open plan living space makes it feel a little big. Dachschräge schwer. Es ist halt wirklich ein kleines Apartment, ne? For a squiz over $1 million bucks, what you're really paying for here is the location. From a chic city full of history and charm to a rapidly evolving desert oasis. Was? Okay, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht. Let's jet on over to Dubai and see what the real estate agents have in store in a region. Ich glaube, in Dubai kriegst du schon was Ordentliches. Sag ich ganz ehrlich. Synonymous with luxury. With $1 million check, you could find yourself living in the world's tallest building, the Burj Khalifa. Burj Khalifa? Im höchsten Gebäude der Welt eine Wohnung haben, ist schon ein krasser Flex. Natürlich wird die jetzt nicht ganz oben sein, aber. Where a two-bedroom, two-bathroom, stylish apartment covering some 1800 square feet is ready to be. 1800 square feet sind circa 170 Quadratmeter. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber das sah jetzt gar nicht danach aus. Check out those views. At a comparably cheap. Also View ist wirklich krass. $353 per square. Aber dass das so gerundet ist, ich weiß nicht. Das gibt mir mehr so Hotelzimmer-Vibes. Ich mag eigentlich Hotel-Vibes. Aber das hat mit Privacy doch nicht so viel zu tun, oder? Foot. The dollars stretch a lot further in the UAE. If you're willing to live a little further inland, then that same bag of cash could buy you an enormous 3,566 square foot family. Okay. Du bist halt nicht mehr direkt City, aber so ein schnelles Auto hast. Home, which boasts a pool and a beautiful front garden. From the UAE, let's board a 14-hour flight to the Great White North. Welcome to Toronto, folks. Oh, Toronto, auch geil. Das war echt krass. Ich war einmal da, oder war ich 14 oder 15 war ich, weil ich ja Verwandte habe. Und ich war einen Monat lang da und wir waren natürlich auch einmal oder zweimal downtown. Also die haben in Ontario gewohnt und Toronto ist meines Wissens nach die Hauptstadt von Ontario. Und da waren wir halt auch ein, zwei Mal und das war geisteskrank. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war nämlich noch nie in New York oder in irgendeiner anderen Stadt, wo es jetzt fett Skyscraper gibt. Das Vergleichbarste war dann noch Frankfurt. Aber home of the most expensive property in all of North America. Here, with a citywide square footage average of $804, this... Boah, Throwback, als Drake irgendwie hier oder so eine Wohnung drin hatte und aus seiner Fensterfront die den Fernsehturm sehen konnte. Das war geisteskrank. Hier, so, einfach geisteskrank. Über die ganze Stadt gucken. So, ich glaube, das ist der View. Ich weiß nicht, ob es das ist. Es gab noch eins, da konnte man das noch besser sehen. Aber ich finde es gerade nicht. Aber das ist schon ein geisteskranker Flex. Ontarian City edges out Los Angeles and Rome in its terms of price. If you're hoping of living amidst the hustle and bustle of the downtown area, look out, because your cash will be swept away in no time. Was? So teuer? Believe it or not, this tiny home, let's be honest, looks little more than a shack or tool. Ja, das sieht jetzt wirklich... Sag nicht, dass das eine Million kostet. Was listed for $1 million. Was? The blueprint shows... Das ist nicht mal mitten in der Stadt? It's two bedrooms and one bathroom, with the property notably located smack bang in the middle of Little Italy. Of course, if you were gonna buy... Was? Einfach, man ist armer Mann in Toronto. This place, the value comes from the land on which it sits, not necessarily the house itself. Was war bisher am besten? War bisher Paris am besten oder New York? Weil ich hätte fast gesagt New York, weil ihr habt den Ausblick gesehen, man konnte die Skyscraper sehen und so. Du hattest zwei Etagen. Natürlich war die Treppe nicht die geilste, die Couch auch nicht so, aber die Wand dahinter schon und so. Ah, aber du hast keinen Aufzug. Behaltet euch mal im Hinterkopf, New York oder Paris. Destin Point, near Pensacola, Florida. The average price per square... Boah, das sieht krass aus. Aber wenn das um die Millionen kostet, dann fress ich ein Bild. Square foot around here is $215, almost five times cheaper than New York. Okay, weil das sah eher aus wie 15 Millionen. With cash in hand, you'll be able to snap up a truly stunning beachfront retreat. Picture this, 1,850... Warte mal ganz kurz, was? Square feet of living space, three bedrooms and three bathrooms. All okay, über die Einrichtung kann man sich ja streiten, aber was? All renovated and unbeatable views of the Gulf of Mexico. Boah, Alter, ich glaube, ich muss nach Florida. For the cherry on top, as part of a gated community, you'll also have access to two swimming pools. Oh, krass, einfach gated community. Das heißt abgesperrt und da kann nicht jeder rein. Du hast zwei swimming pools da. Sicht auf Golf von Mexiko, alles renoviert da, das Haus sah schon geil aus. Hot tub and a number of tennis courts. Überleg mal, in Florida, da ist immer geiles Wetter. Habt ihr Dexter gesehen? So. Und überleg mal, wenn du vielleicht 2 Millionen in die Hand nimmst, was du dann bekommst. What's the drawback?
It's a little further out from major cities. But hey, city living isn't for everyone. Ja, man muss jetzt nicht immer mitten in der Stadt wohnen, sag ich ehrlich, wenn man so ein Haus hat. Ne, du hast ja auch einen schönen Wagen. Alright, folks, hold on to your wallets, because our... Boah, ich sag ehrlich, bisher Florida. Safe, safe. Next city is about as expensive as they come. Welcome, ladies and gentlemen. Monaco, Saint-Tropez. The most exorbitant area, not only in Europe, but worldwide. Nestled on the French Riviera, sporting a reputation for... Monte Carlo. ...for high-rolling luxury. This, of course, is Monte Carlo. On a broader scale, Monaco is the world's most expensive prime residential market. Mm-hmm. And none of its regions comes with price... Da war ich tatsächlich auch schon einmal. Ich finde, die Stadt hat irgendwie Charme, weil die ist so in den Berg gebaut. Die Stadt ist so übelst schmal, aber die breitet sich so... Über die Höhe aus, sky high is the infamous Monte Carlo. At $4,924 per square foot, what can we expect for $1 million? Not much. You'll get a teeny tiny 377 square foot. Ja, da wohnen halt nur übelste Multis, ne? Also kannst du dir für eine Million so ein Zimmer-Apartment holen. Studio with barely half a kitchen. That's no bigger than a standard two-car. Aber ich finde es in Ordnung. Garage. Ich weiß nicht, mich würde Monte Carlo nicht reizen. Das ist halt einfach nur so. Das ist für mich so eine Robert Geiss-Stadt, Northfront. But you'll be spending Prinz Markus. Spending all your time on your yacht anyway, right? For that kind of money, we could live like royalty in a place like Arizona. The cactus-filled state is. Oh, okay, das hat auch Charme. So ein bisschen so Breaking Bad vibes. Quickly gaining steam as a retiree's dream destination. Why? Because with $1 million. Ja, okay, Bro, ich will jetzt nicht in der Wüste wohnen. You can live in a truly astonishing mountain estate, just like this one. Situated. Sieht geil aus, Bro, aber am Ende habe ich ja auf dem Grundstück irgendwelche Kojoten. Was gibt's da? Outside of Tucson, this 4,560 square foot mansion boasts sweeping views of the rugged desert landscape, with barely a neighbor in sight. It features floor-to-ceiling windows. Das ist gar nicht meins, Bro. Das ist auch ein bisschen unheimlich. Du weißt nicht, da kann theoretisch nachts halt einfach mal irgendwer rumrennen durch die Wüste und du bekommst nichts mit, wenn er auf deinem Grundstück ist. A decked-out games room. Und das sieht auch nicht toll aus. And an expansive patio. Better yet, it also comes with a 237 square foot guest house. Basically the same size as the one we just saw in Monte Carlo. Du bist halt vollkommen alleine in der Wüste da und hast so Nachbarn, die du am besten im Auto erreichst, Alter. Median list price per square foot in Tucson is $125. One of the most affordable we've seen so far. We're hopping back over to Asia to check out our next house in the crowded city of Hong Kong. Real estate. Oh, nee, ich weiß nicht. Das ist so für mich ein bisschen fremd. Versteht ihr, irgendwie Amerika wirkt irgendwie so ein bisschen näher. Ich glaube, die Leute sind auch so ähnlich eingestellt und so. Logischerweise haben die auch dieselben Buchstaben. Und Hongkong, natürlich, ich glaube, die sind noch so am eine der westlichsten oder Südwest, genau, Städte in Asien, so die auch so, wo man klarkommen könnte. Aber ich glaube einfach, diese asiatische Kultur, das ist schwerer reinzukommen als jetzt in die amerikanische. Prices continue to soar. For just under our budget, we can grab this cozy 708 square foot apartment in the Discovery Bay area. The floor, sieht schon sehr krass aus. Floor plan features three small bedrooms. But hey, three is better than one, right? Plus two bathrooms and a wonderful oceanfront view. On average. Das ist wirklich hart, aber ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu, nicht weltfremd, aber so, das reißt einen so aus dem Leben, wo man jetzt so ganz raus. Klar, Florida auch, aber irgendwie habe ich da mehr Verlangen, nach Florida zu gehen, als nach Hongkong. Square footage in Hong Kong. Wie geht's euch? Hm? Is $3,024. Yikes. That puts this Asian administration. Bro, ich wüsste gar nicht, was es hier gibt. Ich hätte gar keine Lust, noch eine Sprache zu lernen mit anderen Buchstaben, Bro. Native region on the map is one of the priciest places to live. But with such booming cultural... Das sieht schon schön aus, wirklich. ...business and entertainment scenes, you won't be spending much time at home anyway. Let's look for something a little roomier, shall we? Straddling the border between Asia and Europe is none other than... Boah, ist Istanbul? Any guesses? Yep, Istanbul. Boah, der Schätzboss. Boah. Da bin ich natürlich auch oft. Istanbul ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt, wirklich. Aber die Vibes und die Ästhetik und so, die ist ganz anders als in Deutschland zum Beispiel. Cultural melting pot. This enormous city actually isn't too expensive property. Das ist wirklich schön da, echt. Picture yourself living here in this captivating 5-bedroom villa which overlooks the sea. It sits in the highly sought after area. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, da zu wohnen, weil man ist da, wenn dann, immer nur so zum Arbeiten so. Aber man hat natürlich trotzdem eine nice Zeit da. Aber ja, ich weiß nicht. Es gibt auch, also da wo ich bisher war, da können nicht alle so gut Englisch, habe ich das Gefühl. Vielleicht
war ich einfach an den falschen Orten, aber Türkisch lernen? Türkisch für Anfänger. Yeah, a Balıklı Zoo includes a private pool and direct access to a beach and rests over 8,600 square feet of land. While the interior is spacious and full of amenities, the selling point is clearly that amazing backyard. Ich glaube, ich wäre trotzdem bei Florida bisher, weil da ist das Klima einfach noch mal viel geiler. This house technically costs. Und du hast eine gated community und das Haus war krank. Costs 1.125 million, but if we put our negotiation skills to the test, hopefully we can squeeze it into our budget. Overall, Istanbul is as cheap as chips, at just $115 per square foot. As we jet set over to Indonesia, they don't call Indonesien, okay, Bali okay. The island of paradise for no reason. Boah, schau das an meinen Bro Basel, der meinte, der könnte da wirklich leben. Wohnt nicht? Wohnt Crow da? Ich weiß es nicht. On this tourist-adored island, a dollar goes a long way, with simplistic luxury easy to come by. Das sei wohl übelst günstig da und das ist wie im Paradies. Ich Estates typically da, sell for around $269 per square foot. Take this modern place, for example. With seven figures at our disposal, we could set up shop in this open and bright three-bedroom villa. Aber das wäre für mich auch nicht zum Leben. Das sieht so nach Urlaub aus, so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen oder vier im Jahr, aber so für immer? A lot of Balinese properties have small private pools, and this spot is no different. The beautiful home is found right here, about 950 feet from the famous Canggu Beach. Unlike most new home purchases around the world, this one even comes fully furnished, allowing you to save a few bucks on furniture and spend a little more at one of the hundreds of delicious restaurants in the area. Indonesia and Southeast Asia in general provide awesome bang for your buck. But if Bali isn't quite your style, why not check out Thailand? On the sun-kissed island of Koh Samui, with some clever negotiation, our money will get us a truly remarkable three-bedroom villa. We could talk all day about Mojok, das ist eins der nicesten Videos, was wir uns reingezogen haben. Übertrieben interessant. Modern interior. However, the undisputed gem of this property, one which we'd argue is a million-dollar feature in its own right, is... Ich sehe schon den Top-Kommentar. Justin zeigt zuerst seine Roomtour in Florida, bevor es die in Köln gibt. The infinity pool, which overlooks the bay. While the prices on this island can vary, in perspective, the dollar cost per square foot in Pattaya, another waterside Thai area, is just over $200. Our geil. Fascinating real estate tour has taken us all over the world up to this point. We've seen some tiny... Ich sehe mich aber einfach... Das ist einfach so Urlaub, Paradies und so, aber... Ich würde trotzdem gerne noch so ein bisschen Business machen und connecten und das sieht für mich irgendwie nur so nach Chillen aus. Ich weiß es nicht, ne? Deswegen, boah, Florida hat mich schon sehr überzeugt. Apartments and some sprawling mansions. Have you found your dream home yet? If not, we might just have the trick. To etch your name one and for all into the elite bracket of the population, look no further than the 3K property in the Caribbean. This isn't just a house. Heck, it's not even a complex. This, my friends, is an entire private island. Was? Bro, ich will doch keine Privatinsel. Wie soll ich denn dann zum Einkaufen kommen? Oder stell dich mal vor, da ist mal Stromausfall. Expands 3.5 acres and despite being totally private and isolated, remains just a stone's throw. Schwer, sag ich ehrlich. Away from one of the Bahamas' most beloved spots. Auto auch. Harbor Island. The asking price is 1.3, but with a smile and a firm handshake, staying under our $1 million budget should be doable. Aber Privatinsel ist schon ein guter Flex, sag ich ehrlich. So, for the moment of truth, tell us, where would you live? Florida. Ich bleib dabei. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, wo würdet ihr wohnen? Von allem, was hier gezeigt wurde. Würdet ihr sagen, boah, 1 Million, ich will einfach nur zur Ruhe kommen, Strand, Urlaub? Oder sagt ihr, boah, auch Florida? Oder sagt ihr Asien? Das ist sehr interessant. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Peace.